Auf einheit.com unterwegs und wir wissen ja alle, dass es besonders gesund sein soll, auf Sand zu laufen, beispielsweise am Strand. Es ist wahnsinnig anstrengend, aber in der Tat ist es gesund, weil man auf diesem Untergrund, der in Teilen nachgibt, ein Gefühl für sein Körpergleichgewicht entwickelt und die Muskulatur des Fußes massiv stärkt. Und ich bin gerade auf einem Spielplatz, wo ich sonst immer nur saufe und kiffe. Aber heute bin ich hier in völlig gesundem Zustand, denn hier sehen wir einen Untergrund, der hervorragend ist für diese Zwecke. Man muss allerdings höllisch aufpassen, da man dazu neigt, auf diesem Untergrund umzuknicken, denn es ist eine Herausforderung für den Fuß. Also lernen wir, wer das Lauf-ABC kennt, weiß, es geht um Koordination, die wir dadurch stärken zwischen Fuß und Gehirn. Es geht um Stabilisation des Fußgelenkes und es geht um das dritte, was war das? Ach ja, um das Gleichgewicht. Deswegen immer wieder zu empfehlen, mal über Spielplätze zu laufen. In einigen Städten kann das problematisch sein. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr vorher mal durchguckt, um die Spritzen aus dem Sand zu holen. Denn wer schon mal in so eine Spritznadel getreten ist, den beschleicht das ungute Gefühl, sich die ein oder andere Krankheit geholt zu haben. So, ich gehe jetzt klettern. Ah, die Sonne kommt raus.